Lebst du da noch oder bist du da schon tot? Und Sie hören jetzt erstmal nur auf die Klänge der Musik und folgen dann meiner Stimme. Dieses Tor direkt in eins ihrer früheren Leben. Ich bin jetzt eher an so einer Küste, an so einer Steinküste, wo eigentlich eher Meer ist. So ein bisschen wie das Mittelmeer. So mit Felsen? Genau. Schön. Wie ist denn das Wetter da? Sonne. Schön warm. Ja. Sind Sie dann ein junges Mädchen oder ein junger Mann? Nee, ein Mädchen. Okay. Und ich frage Sie jetzt, wie ist denn Ihr Name? Der fällt Ihnen jetzt irgendwie so ein. Wie ruft man Sie? Ida. Was tragen Sie vielleicht irgendwas auf dem Kopf? Ich habe so einen hohen Pferdeschwanz und so einen so ganz weiße, puschelige Haargummi-Zeugs, also mit so einem großen Puschel. Ida, wann bist du geboren? Jetzt kommt eine Zahl, die fällt dir so vors Auge. 1908. Und wo sind wir? Wie nennt man denn das Land oder die Gegend? Estland. Ida, jetzt fühl mal. Stehst du auf dem Boden? Oder schwebst du? Ein bisschen schwebe ich, glaube ich. Lebst du da noch oder bist du da schon tot? Die Antwort wird dir jetzt so eingegeben. Ich lebe noch, aber vielleicht ist irgendjemand anderes tot. Möchtest du wissen, was geschehen ist? Oder lieber nicht? Nee, lieber nicht.